jetzt kommen wir zum spannenden Teil. Wir melden uns jetzt bei Elster an und werden nach und nach alles eingeben und alles erfassen, was wir brauchen. Das heißt, bisher die ganzen Videos waren eigentlich nur dafür, einen Account anzulegen bei Elster, einen Account zu registrieren, zu authentifizieren. Und jetzt geht es erst an den ganzen Spaß und an die ganze Arbeit. Wir starten, indem wir auf elster.de gehen und sagen, jetzt einloggen. Wir haben die Datei sicher abgelegt. Das ist sehr wichtig. Die brauchst du für jedes Login. Ich kann es wiederholen. Leg die Datei an einem Ort ab, wo du immer dran kommst und am besten auch eine Sicherung von hast. Kennwort, was du damals vergeben hast. Ich habe es hier direkt bequemerweise gespeichert. Voila, da sind wir. Das ist unser Dashboard, wenn man so haben will. Das heißt, hier sehe ich meine Möglichkeiten, die ich habe. Ich habe auch schon ein paar Nachrichten gekriegt, aber das sind Willkommensnachrichten, die brauchen wir jetzt nicht drauf eingehen. Ich habe auf jeden Fall die Möglichkeiten, hier meine Formulare erstmal anzugucken. Ich habe hier nichts drin. So, ich kann ein neues Formular hier starten. Also am besten, wir fangen noch einfach an mit alle Formulare. Dann siehst du, was alles hier noch machen kannst. Was uns jetzt nur interessiert, ist das Thema Grundsteuer. Wir möchten nämlich die Grundsteuer erklären und in dem Fall, ich hatte anfangs gesagt gehabt, es gibt ein paar Ausnahmen. Baden-Württemberg hat ganz andere Regeln, ich glaube, die brauchen nicht mehr eine Quadratmeterzahl. Bayern, ja gut, Bayern macht sowieso mal ein eigenes Ding. Hamburg, Hessen, Niedersachsen, die haben eigene Regelung. Alle anderen Bundesländer haben eigentlich Regelung, auch NRW. Das heißt, wir gehen hier dementsprechend dann drauf. Hier steht auch nochmal Grundsteuer für andere Bundesländer und Nordrhein-Westfalen ist mit dabei, das ist genau richtig, darum geht es nämlich. Das heißt, wir sagen ja, wir möchten in NRW eine Erklärung abgeben und sagen Next. Ich könnte, wenn ich Daten schon hier drin erfasst hätte, könnte ich die übernehmen. Ich weiß, dass das in Elster sehr gut funktioniert. Ich weiß von einem Steuerberater, der macht das total cool, mit Altdaten und mit Vorjahresdaten zu übernehmen. Die Funktion macht hier nur keinen großen Sinn, weil diese Grundsteuersache ist ja einmalig. Das heißt, ich gehe davon aus, dass man das nicht öfter brauchen wird. Aber wir haben auch gar keine Daten, von daher, ohne dass wir da dementsprechend was übernehmen wollen, machen wir weiter. Die Anlagenauswahl, das ist eine sehr wichtige Entscheidung. Ja, es wird zwar übertrieben, ist vielleicht ein bisschen too much, aber es ist Folgendes gesagt. Der Hauptprodukt GW1, der ist vorausgewählt, den brauchst du immer. Der Anlagegrundstück GW2, den brauchst du auch, ist aber nicht ausgewählt. Der klassische Fehler ist, dass man hier auf weiter geht, dann kommt eine Fehlermeldung und sagt, mir fehlen aber noch Anlagen, das Formular GW2 fehlt mir noch. Das ist so ein klassischer Fehler, den ganz viele machen. Daher der Hinweis, wenn du startest, setze direkt das Häkchen direkt bei Grundstücks GW2, aller Grundstück noch direkt dazu. Dann hast du alle Formulare dabei. Wenn nicht, ich erkläre es in FAQs auch nochmal, wie man vorgeht, wenn man es vergessen hat. Das ist überhaupt kein Thema, kann man noch später hinzufügen. Wie gesagt, wir machen nur Wohnraum, in dem Fall nur eine Eigentumswohnung, das heißt Land- und Forstwirtschaft, Tierbestand und alles Spezialfälle, lass er weg. Ich vermute, wirst du eh einen Steuerberater haben, wenn du in den Sachen dabei bist. Das heißt, das ist alles außen vor. Wir erklären hier eine Eigentumswohnung, fertig. Dafür brauchst du Anlage GW1, GW2. Weiter. Wir haben jetzt die Startseite des Formulars. Und zwar geht es einmal zur Erklärung zur Feststellung des Grundwerts. Das ist genau der Punkt, worum es geht. Dazu hast du ein Schreiben gekriegt. Dieses solltest du jetzt rausholen, weil da sind jetzt nämlich die Sachen drauf, die man braucht. Wir haben in NRW das Aktenzeichen als Maßeinheit. Woher ich das weiß, wir können das Ganze auch nochmal hier uns anschauen. Ich habe das PDF hier vorne offen. Und zwar steht hier, Ihr Grundstück wird im Finanzamt Essen Nordost unter folgendem Aktenzeichen geführt. Und dann kommt hier diese Nummer. Ich versuche sie mal zu kopieren. Steuerung C ist kopieren. Mal schauen, ob das so klappt mit dem Kopieren. Ich sage auf Aktenzeichen. Bundesland ist Nordrhein-Westfalen. Aktenzeichen, Steuerung V. Ja, er meckert zumindest nicht. So, ich habe die Übersicht. Ich habe jetzt gerade, als nächstes komme ich auf den Hauptprodukt GW1. Nächste Seite.